Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Trains the World 3. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir fahren heute auf der neuen Strecke, die heute erscheint, Bremen-Oldenburg. Da hinten fährt die Baureihe 155 Impress Design durch. Die ist genauso mit enthalten wie die Wagen, die ihr hier seht. Die N-Wagen, hinten ist noch der Steuerwagen dran, der Karlsruher Kopf, den sehen wir jetzt nicht. Und die Baureihe 110, die wir heute fahren werden. Wir fahren von Bremen nach Oldenburg. Knapp 43 Kilometer müssen wir zurücklegen. Hier ist das gute Stück mit Scherenstromabnehmern. Sehr, sehr genial. Wirklich, wirklich schön. Eine meiner Lieblings-Elektrolokomotiven. 36,99 Euro kostet die Strecke. Ist, ja, die einen sagen zu viel, die anderen sagen, es ist angemessen, weil wirklich viel Rollmaterial dabei ist. Machen uns mal ganz schnell hier schon mal alles an, LZB, PZB, denn wir haben wirklich einiges dabei, neben dem Zugverband, den wir heute hier fahren, wie gesagt die Baureihe 155 und die Baureihe 425 ist ebenso mitgeliefert, sehr, 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 sehr schön. Tür wollte ich nicht aufmachen, ich wollte das Fenster aufmachen. Könnt mir auch mal eure Meinung zum Preis sagen, aber ich finde, das ist immer halt eine Sache der Perspektive, ne? Wenn einer, ja, Summe X, ja, ich will jetzt keine Summen nennen, aber wenn einer halt nicht so viel verdient, ist das schon viel Geld. Wenn einer Millionär ist, ist es natürlich nicht viel Geld. Man muss das immer, ja, aus der jeweiligen Perspektive von dem, der sich es kauft, halt betrachten. Wir haben hier, ja, quasi ein Steuerrad. Das war bei den alten Einheitslokomotiven so. Hört auch dieses Krisseln. Wirklich sehr markant. Und ganz wichtig ist, wir dürfen 65 kN Leistung nicht überschreiten, denn sonst knallt uns der Hauptschalter raus. Ist quasi wie so ein FI-Schutzschalter. Das kennt ihr ja aus eurem Stromkasten. Wenn da zu viele Geräte dranhängen und eine bestimmte Leistung überschritten wird, dann haut es euch den Schutzschalter quasi raus. So, dürfen wir uns befreien. Und soundtechnisch ist das schon sehr, sehr genial. Kombihebel waren gestern. Kombihebel gibt es erst seit der Moderne. Damals gab es halt noch einen Fahrstufenregler. War sehr, sehr schön. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, 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 dass die Baureihe 110 jetzt auch zur TSW-Familie gehört. Eine wunderbare Lokomotive. So. So, wir uns befreien, aber wir dürfen immer nur noch 40 fahren. Wie gesagt, der Umfang, was die Strecke angeht, ist jetzt natürlich nicht so riesig mit 40 Kilometern circa. Aber Rollmaterial, was natürlich auch auf den anderen Strecken fahrbar ist, ist natürlich einiges dabei diesmal. Wenn sie den Sound wirklich vergeigt hätten, wäre ich auch recht sauer gewesen.
Nächste Halt ist dann Bremen-Neustadt. Wir blinken immer noch. Ich weiß gar nicht, ab wann LZB ist, denn LZB ist hier auch verbaut. Ich bin schon wieder zu schnell. Streckenkenntnis natürlich null. So, jetzt dürfen wir uns befreien. Lassen wir einfach mal rollen. Wir müssen ja eh gleich in Bremen-Neustadt anhalten, mal ein bisschen hier umgucken. Da war DTG Logistics, auch nicht schlecht. Ehrlich, wirklich. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir mal eine Einheitslokomotive in Trains in World bekommen. Schön hier über die Weser. Hätte ich nie für möglich gehalten, wirklich. Also da hat mich Dafter Games wirklich überrascht. Das Krisseln der Oberleitung, das geht mir halt auch ziemlich auf den Zeiger. Ich habe schon so viele Einstellungen ausprobiert, aber irgendwie kriege ich es nicht weg. Ja, und die guten alten N-Wagen. Ich bin damit damals noch Ende der 90er immer von Eschwege nach Kassel gefahren in die Disco. So, einmal die Türen auf. Das geht ziemlich schnell. Lohnt sich nicht auszusteigen. Und ich freue mich halt auch auf die neuen Lackierungen, die dann wahrscheinlich im Creators Club rauskommen. Ozeanblau, Beige, Orientrot etc. Das wird super. Und nächster Halt ist dann Heidkrug. Und ob ihr über die 65 Kilonewton kommt, seht ihr hier. Also ihr dürft hier die 65 nicht überschreiten. Müsst immer darauf achten, wie viele Fahrstufen ihr aufschaltet. Ja, das war schon mal knapp. Damit es keine Schäden an den Fahrmotoren gibt. Ja, das war damals noch so. Ich weiß gar nicht, ob das heute in den Loks auch noch so ist. Wird natürlich die letzte Fahrt hier auf der Strecke sein. Im Winter möchte ich auch noch mal fahren, schön mit Schnee, ne, weil die Strecke hat natürlich auch alle neuen Features von TSW3, neue Beleuchtungssystem, neue Wettereffekte, dynamisches Wetter, vielleicht fängt es hier auf der Reise auch noch an zu regnen. Konzipiert war die 110er ja damals als Schnellzuglok. Für den TEE. Ich weiß gar nicht, heißt Topspeed ist 150, ne? Ne, 140, okay. Aber war dann quasi, ja, viel im Regionalverkehr unterwegs. Auch im Güterverkehr wurde sie eingesetzt. Und bis heute bei Privatbahnen immer noch im Einsatz. Dafür, dass sie Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts konzipiert wurde und gebaut wurde, bis Mitte der 60er, ist das schon echt enorm, ne? Über 60 Jahre. Gute deutsche Wertarbeit. Ist ja auch generell. Früher hast du eine Waschmaschine gekauft und die ist, ja, du bist wahrscheinlich vorher gestorben, bevor die Waschmaschine kaputt gegangen ist. Heute ist das nicht mehr so. Aber performancemäßig ist das gar nicht so super hier. Ich meine, ich habe meine guten FPS, nur so Drops. Aber hatte ich auch viele Kommentare, die sich
sich dahingehend geäußert haben. Jemand auch geschrieben hat, also er hat seine PC-Komponenten aufgezählt, die waren dann wirklich mega, also wirklich high-end. Und er hat gesagt, trotzdem habe ich diese Drops im Framerate. Ganz komisch. Dass ich das noch mal sehen darf hier, ist übrigens der Karlsruher Kopf. Ja, und früher musste man das Rad halt, oder besser gesagt, in den Loks musste man das Rad halt wirklich drehen. Da war nichts mit einfach den Schalter auf Position 0. Du musst halt wirklich kurbeln. So, jetzt mal rollen. Und nochmal, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Preis, was ihr meint. Ist es gerechtfertigt oder eher nicht? Ich bin da immer sehr, sehr zwiegespalten. Ich hatte es ja in dem Ankündigungsvideo schon gesagt, wenn darf der Games mir nicht die Add-ons immer, also die Strecken zur Verfügung stellen würde, um sie euch zu präsentieren. Was hat jetzt gepiept? Würde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mir das Ganze nicht kaufen für 37 Euro. Bin ich ganz ehrlich. Bremse könnt ihr immer schon früher lösen. Und das dauert ja eh. Seht ihr ja hier, bis die wieder entlüftet ist. Beim Anfahren. Ja, wie der Strom, wie man den Strom quasi hört. Nächster Halt ist dann Delmenhorst. Ja, und am Anfang halt ein paar Fahrstufen weniger. Ihr seht, wie unten die Anzeige der Kraft quasi wieder nach unten geht. Dann seht ihr immer, könnt ihr immer wieder ein bisschen mehr aufschalten. So ein bisschen gucken. Nicht übertreiben. Dann haut's euch den Hauptschalter raus. Auch wirklich mit viel Liebe hier der Führerstand, ne? Hier oben die Ablagen. Ja, genannt wurde die Lok auch Bügelfalte, ja, wegen der Bügelfalte, die quasi vorne dran ist. Das seht ihr hier recht gut. Hier. Ja. Herrlich. Gegenzug. Ja, verpasst. Einige meinten ja auch, man hätte die Strecke auch weiterführen können bis nach Emden zum Beispiel. Ja, hätte man. Aber das haben die Jungs ja gesagt, dass es jetzt nicht immer so lange Strecken geben wird wie Kassel-Würzburg, sondern je nachdem, was sie umsetzen wollen.
mal längere und mal kürzere Strecken. Aber schön zu sehen mit Kassel-Würzburg, dass halt auch längere Strecken umsetzbar sind. Die Verspätung fast wieder reingeholt. Bremse nur das gute Stück, aber auch richtig gut. So, stehen wir drin? Ja, passt. Also ich persönlich kann mich gar nicht daran satt sehen. Das ist wie die 103er, also das ist wirklich, ja, keine Ahnung. Früher war halt das Design halt einfach ein anderes, ne? Ja, man sagt ja heute ist nur noch alles Einheitsbrei. Ich meine, die Lokomotiven hießen damals auch Einheitsloks. Sahen sich ja auch relativ ähnlich. Einzige, die da rausgestochen ist, ist ja dann die später entwickelte 103er. Aber ob das die 140er, die 110er, die 141er, die 150er, die 151er, die sehen sich ja alle schon relativ ähnlich. Einheitslokomotive halt deswegen, dass auch untereinander die Komponenten halt ausgetauscht werden können. Ersatzteile etc. war halt das Konzept damals. Ja, aber heute ist halt alles so. Das sieht mir zu modern halt einfach aus. Das ist auch nicht festhalten irgendwie an alten Gewohnheiten oder so. Das ist halt einfach. Ja. Ich meine, unter Eisenbahnern ist das Ganze ja auch. Ja, die Meinungen sind halt relativ eindeutig, ne? Die gehen halt relativ eindeutig in eine Richtung. Das früher war halt einfach, sah halt einfach schicker aus. Es hatte mehr Charme. Weiß nicht, ob man das in 20, 30, 40 Jahren noch über die 101er, die 145er, 146er, die Vectron etc., ob man das dann auch noch sagen wird. Kann ich mir halt nicht so ganz vorstellen. Eventuell hat es halt auch den Grund, dass es die ersten richtigen E-Loks halt waren. Kann natürlich auch sein. Und mir wurde zugetragen, dass hier LZB verbaut ist. Ich bin aber mal gespannt, ab wann. Ja, durch die geografische Lage der Strecke, es ist halt einfach flach, ne? Das war aber ja vorher klar, als die Ankündigung kam, dass jetzt hier keine riesigen Steigungen erwartet werden können oder hohe Berge etc. Das war absehbar. Auf dem Bahnübergang muss ich aber nicht zum Stehen kommen. Schön. Auf die Türchen. Mit Sound hier. Aber hier möchte ich eigentlich mal einen Screenshot machen, wenn wir da hinlaufen können. Oh, spannend. Ja. Ich habe ja die Bremsen gelöst. Okay, hat sich erledigt. Der Gegenzug, dem Steuerwagen voraus. Die Türen sind offen. Na toll, mega Fail. Wieso kann ich denn mit geöffneten Türen losfahren? Uiuiui.
Das tut mir jetzt leid. Kleiner Not halt. Ja, ich sag das ganz oft. Perfekt kann jeder. Ja, der Zug hier fährt auch noch nicht einsteigen. Ja, also das ist ja, ohne mich jetzt wieder zu rechtfertigen, weil viele sagen, muss ich nicht rechtfertigen, aber ich sehe das gar nicht als Rechtfertigung. Das ist einfach nur nochmal eine Erklärung für neue Zuschauer. Viele fangen jetzt nochmal von vorne an. Ich kenne da auch einige, die wollen immer alles perfekt haben. Aber der Otto-Normalspieler spielt so wie ich. Und spielt halt nicht zu 100% perfekt. Und normal dürfte es gar nicht möglich sein, mit geöffneten Türen loszufahren, soweit mir bekannt. Ah, hier das Gas auf den Schienen. Charakter der Strecke ist natürlich auch ein ganz anderer als der von Kassel-Würzburg, das ist ja auch klar. Wir haben hier zweigleisige Hauptstrecke, keine Schnellfahrstrecke. Güterverkehr geht hier drüber, Regionalverkehr, Fernverkehr. Ich glaube von Bremen nach, fährt er bis nach Norddeich oder fährt er nur bis Emden? Der Intercity 2 ist das, glaube ich, der im Moment da unterwegs ist, ne? Zumindest als wir in Bad Zwischenahn waren, habe ich da, also das war 2020, ist da ein Intercity 2 durchgefahren. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Also ich habe ihn einmal gesehen Richtung Bremen, da stand auch Bremen Hauptbahnhof dran. Und dann habe ich ihn in die Gegenrichtung gesehen, da kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern, welches Zugziel an dem Intercity 2 dran stand. Und man kann ja auch mit dem ICE fahren. Dem IC1. Burgholzberg. Also beim Anfahren könnte schon, Stufe 10 geht schon, geht auch Stufe 11. 11, 12 geht auch noch. Also früher war auf jeden Fall nicht Hebel to the Table. In dem Fall Rad to the Table. Was gar keinen Sinn macht. Rad to the Anschlag. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die damaligen Loks, wenn dann eine 151er einen Erzzug zum Beispiel gezogen hat, da musst du dir ganz behutsam anfahren. Eine Stufe zu viel. Ja, ihr braucht ja natürlich Power zum Anfahren. Aber ihr durftet auch nicht zu viel Power geben, sonst hat es euch den Hauptschalter rausgehauen. Also das war natürlich was anderes als heutzutage. Und die Sache beim Zugfahren ist ja auch immer die, es ist genau die gleiche Strecke, aber die Strecke fühlt sich ganz anders an,
je nachdem, mit welcher Lokomotive man unterwegs ist. Das ist eigentlich voll das Phänomen, ne? Warum macht mir die Strecke mehr Spaß, wenn ich mit meiner Lieblingslok fahre, als wenn ich mit einer Lok fahre, die ich nicht so toll finde? Das ist eigentlich ein Phänomen. Aber es ist, wie es ist. Ich denke, viele können nachvollziehen, was ich meine. Ja, zum Beispiel Hamburg-Lübeck ist jetzt nicht so mein Favorite von den Strecken. Wenn ich da aber jetzt mit der 110er unterwegs bin, finde ich das wahrscheinlich total geil. Warum habe ich jetzt... War da ein 500er, ne? War da ein 500er? Nee, ich möchte jetzt so nicht die Türen aufmachen. Definitiv nicht. Hab ich den 500er übersehen? Da liegt er, der Drecksack. Da. Zu meiner Verteidigung ist die erste Fahrt mit deutschem Zugsicherungssystem, die ich seit September mache. Irgendeine Entschuldigung brauchen wir immer. Außerdem möchte ich euch nur demonstrieren, dass selbst wenn ihr eine Zwangsbremsung bekommt und die mit offenen Türen losfahrt, dass man trotzdem den Fahrplan relativ gut einhalten kann. So, jetzt stehen wir aber drin und dann können wir auch bremsen. So. Auch ein schöner Bahnhof hier, schöner Haltepunkt. Bogholzberg. Aber warum ist hier überhaupt der 500er? Hatten wir eben ein rotes Signal? Oder ein Halterwarten-Signal? Seltsam. Nicht noch eine Zwangse bekommen. Ist ja nicht mehr weit bis zum Signal. Da könnten wir uns dann, denke ich, befreien. Genau. Da kommt die 425er. Und nächster Halt ist Hude. In knapp 5 Kilometern. Muss die Zeit aufholen. Vom Sound haben sie es halt wirklich getroffen. Wirklich super. Im Winter freue ich mich halt auch. Und dann fahren wir, glaube ich, mal mit dem Karlsruher Kopf, fahren wir mal in die andere Richtung von Oldenburg nach Bremen. Aber dann in tiefer Schneiden Niedersachsen. Beziehungsweise Bremen.
Ja, auch ein eigenes Bundesland. Ja, Verspätung wieder fast weggefahren, ne? So muss das sein. Da kommt der Gegenzug. Nach wie vor übrigens nicht über Steam Screenshot machen. Ganz, ganz komisch. Hä? Kommt denn der da hin? Irgendwer hat mir hier schon den Erste-Hilfe-Kasten aufgehangen. Na. Weiter geht's nach Wüsting. Weißes Geräusch. Ich mag das, wenn Strom hörbar wird irgendwie. Das ist über so eine Tesla-Spule. Könnt ihr mal bei Google eingeben, Tesla-Spule. Falls ihr das nicht kennt. Können die Jungs, die ganzen schönen Szenarien bauen, ja noch mehr Abwechslung reinbringen. Gerade wenn es da neue Lackierungen dann im Creators Club auch gibt. Gerade auf so Strecken wie hier, Nahverkehrsstrecken, kann man jetzt so viel Abwechslung reinbringen. Doppelstockwagen, N-Wagen, 110er, 146er, die ganzen S-Bahnen, die wir haben, die 182er, 101er. Ja, TSW wird langsam. Es wird. Ich hätte es halt echt nie gedacht. Also wenn jetzt noch die 103er kommt oder die 151er, also dann weiß ich auch nicht. Dann glaube ich auch wieder am Weihnachtsmarkt. Landschaftlich ist natürlich, ja, würde ich der Strecke jetzt keine besonders hohe Note geben. Klar macht es Spaß, aber abwechslungsreich ist halt was anderes. Ne? Das ist aber ganz klar. Was will man von, jetzt nicht sagen, was will man von deutschem Flachland erwarten, damit würde ich ja alle auf die Füße treten, die da wohnen. Ich meine, wir waren dieses Jahr auch im Weißenhäuser Strand im Urlaub. Das hat schon seinen Charme so ein bisschen, aber ja, gerade wenn man so aus dem Mittelgebirgsraum kommt wie ich, ist gewöhnungsbedürftig, wenn man das halt anders gewöhnt ist. Aber dafür gefallen mir die Haltepunkte bzw. die Bahnhöfe recht gut. Für alle, die aus dem Raum kommen,
oder täglich vielleicht sogar hier in den Zügen sitzen, die hier über die Strecke fahren, könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wie detailgetreu hier alles nachgebaut ist. KI-Verkehr finde ich bis jetzt auch okay. Da lässt sich auch nichts meckern, man kann natürlich auch nicht erwarten. Früher hatte ich echt die Erwartung, dass hier alle ein, zwei Minuten den Zug entgegen kommen, was natürlich total unrealistisch ist. Stellt euch mal eine Bahnstrecke. Selbst bei uns hier, wenn ich in Wilhelmshöhe bin, an einem ganz normalen Tag, ohne Chaos, da kommt nicht alle 5 bis 10 Minuten der Zug. Das ist schon eine echt stark frequentierte Strecke, ne? Bahnhof können wir dann mal ein bisschen aussteigen. Da haben wir ein bisschen länger Aufenthalt, wie es aussieht. Immer schön. Ich glaube, es ist jetzt schon der dritte Bahnhof. Ich sage mal Bahnhof Haltepunkt, wo in der Mitte zwischen den beiden Bahnsteigen ein Bahnübergang ist. Das war mal eine sehr smoothe, beinahe Punktlandung. Gerade hier gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Kurz gucken, wie die hier. Oh, geht vom Einsteigen her. Was für ein Geräusch. Das von den Wagen? Was ist das für ein Geräusch? Da haben wir irgendwas überfahren. Das sind wahrscheinlich die Wagen, ne? DB Regio Baden-Württemberg? Oder besser gesagt Regionalverkehr Württemberg? Das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen. Das könnt ihr bitte kommentieren. Das sind die Wagen, die Geräusche. Also wenn die Geräusche dabei sind, werden die schon realistisch sein. Also, würde ich mal sagen, nice. Und jetzt sind wir gleich schon da. Das war sehr, sehr kurzweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war mehr als nur kurzweilig. Das waren schon alle. Tatsächlich. Bin schon ein wenig unterwegs. Mikrofon hier drin nicht. Ist so laut hier drin. Jetzt. Nochmal. Nicht die Release-Version. Es ist eine Preview-Vorab-Version. Nicht alles, was ihr hier an Fehlern seht, muss dann auch bei euch in der Release-Version drin sein. Besser auszudrücken, ich hoffe, dass das, was noch falsch ist, zum Beispiel die Beschriftung an den Wagen eben,
nicht bei euch in der Release-Version auftauchen kann. Natürlich würde die Lokomotive deutlich mehr schaffen. Obwohl in der Ausführung weiß ich es gar nicht, aber sie war damals für schnellere Geschwindigkeiten konzipiert. Aber wenn der Release der Strecke hier eins zeigt, dann, dass man überhaupt nicht vorhersehen kann, welche deutsche Strecke als nächstes kommt. Ich glaube, ich habe nicht einmal gelesen, dass Bremen-Oldenburg in all den, ne, ich hatte ja euch gefragt, was denkt ihr, dann im Racing-Forum gibt es ja auch immer so, was kommt wohl als nächstes. Ich jetzt wissentlich nicht erinnern, dass da einmal Bremen-Oldenburg dabei stand. Nur keine Zwangsätze. Ich stimme die Bäume und Büsche ein bisschen nah an der Strecke im Lichtraumprofil. Oldenburg Hauptbahnhof habe ich auch noch nie gesehen. Ist das diese Klappbrücke hier? Ja, das ist diese Klappbrücke. Sehr schön. 612er gerade vorbeigefahren. Sehr cool. Schön 363er. Auch schön Wagen unten abgestellt. Hier steht 187er, 155er, 612er, noch eine 155er. Jetzt nicht sicher, was hier so rumliegt. Deswegen fahren wir einfach mal ein bisschen langsamer rein. Da steht in der City 101er auch noch. Also ordentlich was hier rumsteht. Sache ist nur die, wie im Ankündigungsvideo schon gesagt, auf den Konsolen der älteren Generation steht hier nicht so viel. Aufgrund vom Performance der älteren Konsolen natürlich. Aber hey, gefällt mir gut. Nur das Dach des Oldenburger Hauptbahnhofs gefällt mir nicht. Sieht überhaupt nicht schön aus. Ich
wusste, dass hier ein 500er liegt. Diesmal nicht den Fehler von vorhin gemacht. So. Euer Ernst jetzt? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass wir wirklich genau den Punkt treffen müssen. War ja bei den anderen Haltepunkten auch nicht so. Dann fahren wir halt noch ein Stück. Was ja auch eigentlich gar keinen Sinn macht. Einmal noch die Türen auf. Einfach nur herrlich. 46 Minuten, wie gesagt, war doch sehr, 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 sehr kurzweilig. Hat echt Spaß gemacht. Ich denke, dass, ja, ich will es nicht versprechen, aber ich denke, dass heute noch ein Video kommt, in dem wir in die Gegenrichtung im Winter fahren, um euch das auch nochmal zu zeigen. Und dann, ja, werden wir definitiv in den nächsten Tagen und Wochen nochmal die 110er auf anderen Strecken fahren. Wir werden hier noch mit dem ICE fahren. Die Güterverkehr werden wir auch noch ausprobieren. Und ja, da kommt auf jeden Fall noch einiges. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Konnte euch einen kleinen Eindruck geben von der Strecke, von den neuen Fahrzeugen und Wagen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.